und herzlich willkommen mal wieder zu einer Aufnahme. Ja, heute sind wir beim World Edit Tutorial, beziehungsweise wir machen unser eigenes World Edit. Bei vielen Leuten habe ich sowas schon gesehen, aber die meisten arbeiten da auch noch mit einer API. Und da wir das jetzt mal selbst machen wollen und auch komplett ohne API, fangen wir jetzt halt an. Ich werde heute dann den Set-Comment machen und wir werden dann bei der nächsten Folge, die wahrscheinlich morgen rauskommen wird, den anderen Comment machen. Und danach kommt noch ein Replace-Comment und vielleicht machen wir dann noch ein paar Sparing-Comment. Also wir werden uns auf jeden Fall mit einem eigenen World Edit auseinandersetzen, was dann hoffentlich auch ganz interessant werden wird. Dazu machen wir hier als erstes wieder standardmäßig ein neues Java-Projekt. In diesem Fall nennen wir das Ganze einfach mal World Edit. Oder nee, wir machen es World Design. Ich finde, das klingt cooler als World Edit, weil wir wollen ja schließlich nicht World Edit machen, sondern wir wollen ja unser eigenes machen. Da machen wir einmal DYFX 18 Punkt World Design Punkt Main. Da rein kloppen wir mal wieder unsere Main-Klasse und basteln jetzt halt das Grundprinzip auf. Grundstrukturen kennt ihr ja bestimmt. Das mache ich jetzt hier einfach mal fix rein. Deswegen, da werde ich jetzt nicht viel erklären. Aber trotzdem ist es halt wichtig, dass wir diese Grundstrukturen haben und dass ihr es auch mitbekommt, weil da auch noch gleich ein paar Sachen gemacht werden müssen. So, wir sind gleich fertig. Nee, keine Class, da muss ein Package hin. So, und dann haben wir jetzt gleich unsere Grundsache und dann können wir gleich darauf aufbauend beginnen. World Design Listener. So, und dann kommt hier einfach mal hin die Klasse Interact Listener. Interact Listener. So. Dann aber eben hier ein bisschen was aufschalten, weil mein Skype noch on war und das schalte ich lieber auf, sonst nervt es gleich. So, Extends Java Plugin. So, und damit sind wir dann auch sozusagen gleich fertig. Ah, genau, wir müssen auch vielleicht nochmal eben Properties, Verbal Paths, Add External Jars, SpyGet öffnen. Okay. So. Dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir halt diese Standardsachen machen, wie ihr es kennt. Public Static World Design M. Public void on enable m gleich this und on disable. So, jetzt haben wir schon mal easy going unsere Grundsachen gemacht. In die Utils basteln wir uns jetzt noch ein paar Methoden. Das ist einmal public static void setup und public set static void add listener. Doch, wie machen wir es denn? In der besten ja, add listener plugin manager pm gleich bucket.get plugin manager plugin manager. So, und dann können wir an der Stelle festhalten, wir sind soweit fertig. Jetzt machen wir noch AddListener hier rein. Listener. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mit 4 Minuten das ganze Grundplugin designt haben. So, und um jetzt hier voranzukommen, machen wir als erstes uns eine Klasse World Design Utils. Da rein machen wir uns eine Methode, um Locations zu bekommen. Das heißt, wir machen public static list Klammern location all logs und dann location log 1 Klammer location log 2. So, und jetzt fragt ihr euch erstmal, warum machen wir das und wie machen wir das jetzt? Also zur Erklärung, wir lassen uns gleich
wenn er jetzt hier das annehmen würde. Genau, wir lassen uns gleich von zwei Location das Ganze ausbauen. Hier machen wir eben Return 0, damit wir nicht andauernd hier diesen Dings haben. So, genau, wir machen jetzt, haben jetzt zwei Locations. Dann fragen wir zum Beispiel, haben wir einmal, wir haben einmal int y-top gleich 0, int y-bottom gleich 0, dann haben wir int x-top gleich 0, int x-bottom gleich 0, so, ich erkläre es auch gleich nochmal hier. Ich schreibe nur einmal kurz die Variablen hin. Schreibt ruhig einfach mit, das ist die beste Lösung hier. Gleich 0. So, jetzt haben wir die Variablen relativ einfach. Jetzt fragen wir halt ab, if log1 get y größer denn log2. Get y, dann machen wir y top gleich log1 get y. Wir müssen übrigens größer gleich, Schunk. Aber bitte nochmal bedenken, größer gleich. So. Ach ja, es ist ein Double, ne? Point get block y machen wir so. Und hier machen wir auch block. Hier machen wir ebenfalls block. So. Und dann machen wir, können wir aber gleich das Tolle dazu machen. Wir können einfach gleich y bottom gleich setzen. Log 2. So. Und else, und dann tauschen wir es halt um. So, jetzt zur Erklärung, genau, was machen wir an dieser Stelle? Relativ easy. Wir fragen jetzt sozusagen ab, ob die Location Log 1 davon der Y-Block höher ist als der von der Location Log 2, beziehungsweise gleich. Weil wir natürlich ein kleineres Y haben müssen und ein größeres Y. So, und dazu machen wir das jetzt. Das wird aber gleich relativ schon, wenn wir relativ flott weiterkommen. Ja, so, das Ganze machen wir jetzt einfach mal hier auf alle. Ich beziehe es mal einfach auf alle, weil es dreimal gemacht werden muss. Das haben wir nämlich einmal getBlock X und getBlock Z. So. Tauschen wir hier mal die ganzen Sachen aus. So, und dann haben wir jetzt, errechnen wir halt immer einmal den Bottom und den Top. Das bringt uns den Vorteil, dass wir dadurch gleich das Ganze errechnen können, die zwei Locations. Und dann werden wir eine Liste machen, wo es geaddet wird. Die müssen wir gleich noch oben reinpacken. Hier kommt wieder Z hin. Genau, und dadurch können wir dann am Ende von allen Locations das abfragen. Wenn ihr jetzt mich fragt, warum machen wir Locations und nicht gleich Blöcke? Ganz easy, weil wir über die Locations viel einfacher reagieren können und das auch viel besser später mit dem Undo-Commit machen können. So, hier machen wir nochmal ab, list, in Klammern, location, logs, gleich new, array list, location. So, ich würde sagen, wir müssen nur jetzt die array list importieren, genau. So, und jetzt sind wir an dem Teil angelangt, wo wir es abfragen. Machen wir einfach for, x gleich, y bottom, genau, dann hier x kleiner denn, ja, mal kurz, int x gleich 0, ich kann direkt davor den int setzen, genau so ist es, int x gleich x bottom, bottom, x kleiner denn x top x plus plus. So, und das machen wir, können wir jetzt auch wieder hier kopieren, weil das jetzt einfach nur hier wieder mal gepastet werden muss. Hier haben wir dann einmal y gleich y bottom, y kleiner denn y top, y plus plus. So, gleich gibt es hier die Erklärung. Ich kann nur halt immer schlecht erklären, während ich gerade irgendwas mache, deswegen bitte nicht wundern. Das dauert aber nicht mehr. So, da sind wir schon. Okay, also zur Erklärung. Wir setzen hier in dieser Vorschleife den int x. Der ist gleich x bottom, nämlich den wir hier haben. So, dann, solange x kleiner denn x top ist, setzen wir x plus plus.
So, und das ist die häufigste Schleife, die am häufigsten kommt, das ist die zweithäufigste, ne? Und so weiter und so fort. Das heißt, die wird am seltensten gesetzt. So, und damit hätten wir schon mal das Grundprinzip und wären relativ weit. Und jetzt können wir einfach nur machen logs.add new location in Klammern log 1.getWorld. Dann können wir hier x, y, z. So, und jetzt hätten wir uns ganz easy schon die Logs hinzugefügt und jetzt können wir am Ende Logs return. So, und schon haben wir unsere Methode, um alle Location von zwei get to points, so nenne ich die mal eben um. Genau. So kriegen wir unsere ganzen Logs und damit sind wir relativ schnell fertig. So, und jetzt werden wir hier auch gleich noch eine weitere Methode machen. Und müssen uns aber halt auch ein bisschen beeilen, wie ihr seht. Ich halte eigentlich immer so 20 Minuten dafür fest und wir sind jetzt schon über die Hälfte weg, also müssen wir halt hier nochmal ein bisschen Gas geben. Genau, jetzt haben wir nochmal public static void set blocks. So, und dann machen wir hier einfach nur noch genau String Wert nenne ich das jetzt mal. Genau. Genau, so machen wir es. So, und dann machen wir es einfach. Split müssen wir machen. String ID gleich Wert Point Split. Ach, String. Genau, und hier müssen wir splitten wir mit dem Doppelpunkt. Theoretisch sollte das jetzt nehmen. Was ist der Fehler? Genau. So, und ja, können wir so nehmen. Int ID gleich x. Jetzt so machen? Alter, ich habe schon so lange nicht mehr gearbeitet. Alter. Okay. Int ID gleich. Integer. Und als erstes machen wir hier Integer get value. Nee, doch. Value of, so ist es. Genau, value of string. Dann machen wir x. Klammern 1. Ja, geht doch so. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Spätestens, wir sehen uns gleich. Die. Ah, ja, es muss 0 sein, das ist 1. So. Glaube ich zumindest. Passt schon irgendwie. So, jetzt haben wir die Sub-IDs. Relativ simpel. Und dann machen wir einfach nur noch. Dann, es kann eine Liste sein, ne? Ah, ha. Wie mache ich das denn? Wir machen es jetzt erstmal nur mit den Sachen. Wir werden das in der nächsten Folge dann nochmal ausbauen mit dem Undo-Comment, weil der Undo-Comment relativ kurz ist und dann bauen wir das da aus, weil diese Folge ist ja echt viel. Also werden wir jetzt einfach hier machen wir einfach for Location. For Location log der Punkt get to points und hier brauchen wir zwei Locations. Dafür machen wir uns hier eine public static hash genau, eine public static hash map da machen wir player location. Das wird dann location 1 gleich New Hashmap. Ja, also halt so ein Standardkram jetzt. Den müssen wir nämlich gleich auch noch einbauen. Also ich glaube, wir werden die 20 Minuten leider überschreiten heute. Das wird aber beim nächsten Mal dann nicht der Fall sein. Da werden wir dann ein bisschen mehr im Rahmen bleiben. Ja, und ich denke, ich werde wahrscheinlich diesen Kanal wieder doch unter Jellyfix18 weiterführen, weil
zurzeit ja hier, wie ihr seht, nur ich das mache und dann sehe ich es nicht ein, dass wir den hier anders nennen. Des Weiteren ist es auch für mich so einfacher zu lösen. Genau, und dann müssen wir hier abfragen. Location 1.contains key p. Alter, jetzt wird es richtig kompliziert. Und in Location 2 contains CPRP. Else. So. Junge, Junge, jetzt muss ich hier alles erklären. Also, was bringen uns jetzt die Locations da oben? Das sind, da werden später unsere Locations eingespeichert. Die sollen ja auch übergreifend da drin sein. Erstmal man setzt die nicht nur hierfür, sondern man setzt die überall davon. Und, ja. So halt die Lösung. Das heißt, wir werden dann gleich auch noch über den Interact-Event sowas wie eine World-Edit-X machen, nur dass wir die ein bisschen anders ausbauen. Ja, jetzt machen wir Get2Points, da machen wir einfach Location 1 Get P und dann Location 2 Get P, also so ein Standardkram jetzt hier. So, und schon haben wir die Locations und dann machen wir einfach log.getBlock ein Set Type ID und da kommt ID hin und log.getBlock ein Set Data in Klammern Byte, das muss nämlich zum Byte gecastet werden und da kommt dann rein Sub ID. So, und schon haben wir unser Teil fertig. Hier machen wir noch p.sendMessage. Da müssen wir uns gleich mal noch einen Präfix überlegen. Ich mache das jetzt erstmal so. Paragraph C. Please set your locations first. So, okay. Und schon hätten wir es gemacht. Jetzt müssen wir hier noch in die Vorschleife eben das reinschreiben. Einfach hier. Wie machen wir das mit was für eine Farbe? Wir machen das mal in B. Blocks success. Success fully set. Punkt. So. Und schon hätten wir jetzt unsere zwei Sachen relativ simpel. Und ja, jetzt gehen wir in den Interact Listener über. Implement Listener. Ich werde wahrscheinlich das Tutorial hier unter dem Aspekt Advanced machen. Wenn es euch zu hoch ist, einfach mal drunter schreiben, dann werde ich das vielleicht nochmal hochsetzen. Weil ich bin mir selbst gerade nicht sicher, ob es hier Advanced ist oder doch vielleicht doch eher Ultimate sozusagen, Pro halt in die Richtung. Aber ich glaube, Pro ist dann doch eher der Volt Generator, den ich demnächst auch bestimmt ansprechen werde. Da habe ich nämlich jetzt schon ein eigenes Plugin in die Richtung entwickelt und da werden wir dann was machen. Genau, dann machen wir hier einfach public void on player interact event. Ich glaube, wir werden die Diamant-Axt nehmen, weil wir so ein das in schön blau orange nehmen werden als Color Code. Das Ganze werdet ihr dann in der nächsten Folge auch sehen. Genau, dann machen wir jetzt hier player p gleich e.getPlayer. So. So, if e.getAction gleich action.rightclick block oder e.getAction gleich ich. So, dass wir dann unsere Location 2 werden. Ah nee, es muss ja right-click block sein, ich bin auch doof. Es kann ja nur ein Block sein, wir wollen ja schließlich nicht, dass man in die R klicken kann mit seiner scheiß Axt, ne? If it has p.getItem in hand. Point get type gleich material point diamond x dann machen wir e.z cancelled true dann machen wir world designs util Design Util, ja, World Design Util. Ja, und ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir e.getClickBlock
get location. Find get location. Oh, ey, genau, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir das Ganze setzen. Wir haben jetzt Rechtsklick, das ist aber Location 2, sehe ich gerade. Und dann fragen wir hier noch ab, if in Klammern e-point get click block e-point get class. Ich habe e-point get click block ausgewählt, aber okay. Ausrufen wir gleich null. So. Boah, ey, anstrengend hier, ne? So, jetzt haben wir uns aber langsam, jetzt sind wir in der Richtung, und jetzt können wir es auch fertigstellen. Message, Location to set. So, jetzt haben wir die Grundlagen fertig und jetzt muss ich wieder mal erklären, weil ich hier voranschieße und weil ich ja so halb auf grüne Kohlen stehe. Also wir fragen halt einfach ab, ob die Action Right Click Block ist, also wenn ihr mit der rechten Maustaste klickt, ne, dann das fragen wir dann ab. Dann haben wir hier die Abfrage, ob das eine Diamond X ist. Danach fragen wir ab, ob der Click-It-Block Ausrufezeichen gleich 0 ist, weil wenn der null ist, haben wir eine Null-Find-Exception, die wollen wir nicht haben. Dann canceln wir das Event, damit man das halt nicht im Game-Mode dann gegebenenfalls auch was zerstört. Packen wir die Location da rein, in diese World-Utils, und dann senden wir ihn diese Message. Und hier machen wir noch ein Else ran und dann kopieren wir nochmal den If-Teil. Else if, und dann machen wir left click block. So, und hier machen wir einfach location 1 und location 1. So, ja, und jetzt sind wir soweit fertig. Dann machen wir jetzt in den utils, machen wir pm point register events new interact listener world design point m. So, und jetzt können wir eigentlich das festhalten unter fertig, fast schon. Es fehlen natürlich noch Comments. Da werde ich mich jetzt leider noch mehr beeilen müssen, weil wir echt, ich sag mal so, wir sind echt an dem Punkt angelangt, wo es jetzt schnell gehen sollte. Weil wir jetzt hier, wie spät haben wir es? Wir haben jetzt schon 22 Minuten, maximal, ich denke 25 Minuten ist dann schon, 30 Minuten ist eine sehr lange Folge. Und da möchte ich auch die nicht überschreiben und deswegen aber hier schnell das Tippen, Comment, Sender, kennt ihr alles, was solltet ihr zumindest kennen, ansonsten solltet ihr dieses Tutorial nicht weiter verfolgen, sondern lieber erstmal Anfänge gucken, weil das wirklich hierfür vorausgesetzt wird, zumindest von mir. Also das sind keine Anfänger-Tutorials, die ich hier mache, sondern das hier sind wirklich fortgeschrittene Tutorials, für auch die Basic-Tutorials sind für Leute, die schon Grunderfahrung haben. Das hat auch einen Grund, das hatte ich glaube ich auch schon mal in meinem ersten Tutorial angesprochen, weil nicht jeder guckt hier nicht jedes Tutorial, weil jeder vielleicht nach einem bestimmten Bereich guckt. Es ist halt so, dass ich bestimmte Sachen da nicht unterstütze. Hier dieses Standard, wir haben so viele Leute, die das gemacht haben, Gavos etc., die Anfänger-Tutorials gemacht haben, da brauche ich das nicht nochmal machen, so meine Ansicht. Ja, genau. Okay, ifcmd und getName. Ah, MCD, alles klar. Genau, fcmd.getName mit equals ignore case slash set. So, wir wollen ja nicht wie wollt ihr Doppelset machen, sondern wir wollen nur Set machen. Hier fragen wir noch ab, if in Klammern Sender Instance of Player. Und ja, es ist vielleicht jetzt super unnötig, dass wir jetzt hier solche Abfragen machen, aber stellen wir uns vor, wir würden es später mal releasen. Oder vielleicht release ich es hier sogar, ne? Dann sollten wir auf jeden Fall in die Richtung ein bisschen nachdenken und das eher so machen. Send message. You must be a player. So. Und set, und dann machen wir jetzt einfach if in Klammern args in Account 0 für args.length gleich 1. Viele Leute ja denken ja, das ist jetzt ein Fehler, dass Java anders zählt. Nein, Java zählt nicht anders. Wenn jetzt die args.length 0 ist,
liegt das daran, dass wir gar keine Argumente haben. Weil das Set ist ein Comment. So, und deswegen, ne, das nochmal zur Info, weil viele YouTuber, da habe ich gehört, ja, aber zählt ja ganz anders. Nee, ist es nicht. Und wenn ihr das mit dem 0 meint, wenn jetzt wir gleich args in der Klammer 0 haben, das liegt daran, dass es ein String Split ist. Also wir haben hier einen gesplitteten String. Ja doch, ja, es ist wie ein gesplitteter String. Also es ist, glaube ich, eine String Array, soweit ich das beurteilen kann. Und die fangen halt immer mit 0 an. Da ist der erste Wert 0. Also Java zählt nicht anders, das zählt diese Programmiersprache so. Nur einmal nochmal zum Festhalten für sowas, falls jemand immer noch denkt, das ist ein Fehler. Nein, ist es nicht. So, genau, dann können wir nämlich einfach Utils, wir hatten, glaube ich, World Design Utils, und dann Set Blocks, P und Args in Ecken, Klammer 0. Genau, dann müssen wir hier nämlich noch Player P machen. Player P gleich, in Klammern Player Sender, aber hier ist ja klar, dass es ein Player ist, also ist das ja alles richtig. Change to player or by entity. Okay. So, und dann machen wir jetzt hier nur noch einmal rein utils und setup. So, und damit hätten wir unsere Grundsache fertig. Jetzt machen wir hier nochmal eben schnell new until the text file name world design author version 1.0 Author ist hier der 518 und main ist in diesem Fall de.yellowphoenix18 und world design und main.world design. Ganz schön gemacht. So, comments 1, 2, 3. Und dann haben wir hier Set. So, da schreiben wir auch nichts drunter erstmal. So, und dann speichern wir die. Die geht unter World Design und unter Plugin.yml. Okay. So, und damit hätten wir unser erstes Teil gemacht. Und jetzt würde ich sagen, exportieren wir das Ganze mal. Seht hier den Tester. Das mache ich jetzt unter World Design. Das Tutorial lasse ich da auch noch drin liegen. So, dann gucken wir jetzt einfach mal, hier ist unser Testserver. Das ist jetzt hier, so genau seht ihr jetzt hier. Hier haben wir jetzt in Plugins noch ein bisschen mehr drin, also nicht wundern, dass auch ist ein Standard-System drin und sonst noch zwei andere von mir, weil ich hier auch parallel dazu ja gerne mal was teste. Dann während der Server mal hochfährt, das kann vielleicht ein kleines bisschen dauern, aber weil ich einen Custom World Generator mache, starte ich gleich mein Minecraft. Ich hoffe mal, ihr habt jetzt keine Lags dabei, weil teilweise, wie ich das schon mal angesprochen habe, zeigt er mir dann hohe CPU-Auslastung an. Weil ich habe noch einen kack alten AMD CPU. Aber ich bin schon dabei, das zu Weihnachten auszutauschen. So, und da haben wir unseren Testserver. Augenblick, er lädt. Und CPU-Auslastung. Nice. So, und wir sind drauf. Ah, genau, ihr seht, Custom Designed Terrain. Ja. So, jetzt wollen wir aber hier in die Richtung nicht. Alter, hohe CPU-Auslastung. Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Diamant-X. Location 1 Set. Location 2 Set. Set 1. Slash Set 1. Und dann müssen wir Doppelpunkt 0 machen. Und ihr seht, es geht. Einwandfrei. Jetzt können wir sogar Set 2 Doppelpunkt 0 machen. Wir können jetzt theoretisch sogar 2 Doppelpunkt 3 machen. Set 0, damit ihr es auch nochmal seht. Wir machen jetzt einfach mal 3 Doppelpunkt 2. Das ist ja so, guck. Alle IDs supported, die es eigentlich bis jetzt gibt, sollte zumindest. Können wir mal testen. 31, was ist das? Gibt's nicht. Okay, 31 Doppelpunkt 0. Und, ihr seht jetzt Deadbarsch. Was haben wir hier? 32. Also 32.0, ja, wir müssen das noch verbessern, das kommt in der nächsten Folge. Was machen, können wir hier noch machen? Set. Machen wir mal 98. Set 98. Also das werde ich auf jeden Fall in der nächsten
Folge fixen. Das kommt dann jetzt in der anderen Folge mit. So, jetzt haben wir genau ungefähr 30 Minuten. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.